Hallo zusammen, hier ist wieder Eutela und habe ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein Achievement hier in Tazavesh. Und zwar finden wir dieses unter Dungeon und Schlachtzüge und dann unter Dungeon von Shadowlands. Das Achievement heißt Alles entspannt und für dieses müssen wir Folgendes machen. Besiegt Hilbrand in Tazavesh, dem füllten Markt, auf den Schwierigkeitsgrad mythisch, nachdem ihr nur Umgehungscodes eingegeben habt, während ihr mit stellarisierendes Feld belegt wart. Hört sich jetzt komplexer an, ist es aber eigentlich gar nicht. Wir müssen einfach den Bosskampf relativ normal runterspielen und intermission und so ein bisschen Zeit lassen, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, wir gucken uns das einfach mal an. Und zwar schauen wir uns hier mal den Fight an. Also da haben wir Hilbrand, das ist einer der ein bisschen weiter hinteren Bossen. Und jetzt ist es so, dass ihr am besten HT zieht am Anfang und alle Damage, Cooldowns und alles, was ihr habt, auf den Boss. Warum wollen wir das? Wir wollen im Optimalfall nur eine einzige Intermission haben, denn sonst müsstet ihr in jeder Intermission das genauso risky spielen und euch wären wahrscheinlich in der ersten Intermission, wenn ihr quasi in dieser gelben Suppe drin stehen bleibt, die ihr fürs Achievement quasi braucht, einige Abgänge haben und dementsprechend im Optimalfall habt ihr hier ein bisschen Schaden. So, ihr seht, der Boss geht relativ low und jetzt spielen wir die Intermission. Ich mach mal den Sound an, dass ihr hört, wie wir das callen. Klickt das Ding an und dann schauen wir mal. Blau muss auf Dreieck, Orange muss auf Diamant, Lila muss auf X und Gelb muss auf Viereck. Warte mal, jetzt rot nochmal. Ich muss auf. Warte mal, ich muss das Ding wieder anklicken, dass ich es sehe. Orange war auf Diamant. Diamant, Orange, Diamant. Es ist nur noch eins übrig sowieso. Ja, jetzt genau. Wartet, dass das Feuer euch erwischt hat. So, ihr seht, also ein Spieler muss diese Konsole anklicken. Und dann sieht er quasi, welches von den Symbolchen, was man damit aufsammeln kann, zu welcher Konsole müsst. Ne? Das ist, wenn man den Kampf ganz normal spielt, auch schon der Fall. Mit Voice macht es auf jeden Fall einfacher. Jetzt ist die Sache, wenn man an der richtigen Konsole steht und das Ding anklickt und alle richtig geklickt haben, dann hört diese Intermission auf, der Boss verliert sein Immunschild und er hört auf, diese Suppe zu casten. Fürs Achievement darf man nur auf, oder darf jeder nur auf die Konsole klicken, während er in der Suppe drin steht. Und ihr werdet gleich sehen, diese Suppe, die macht verdammt viel Schaden. Also da solltet ihr HCDs ziehen. Ihr werdet gleich sehen, was mit den Leuten passiert. Genau, also ihr steht soweit richtig. Ja. Seht ihr das? HCDs ziehen, dann wenn ihr nicht, dass er rippt. Achso. Das Achievement ist weiß. Dann Battle Redsen wir. Und. Also habt ihr gesehen, die Leute sind richtig runtergetickt und die haben halbwegs gutes Gear, so 45k Leben. Also es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie 200er Item Level hatten, sondern halt eher schon HC Mythic Raid Equip und trotzdem durch die Suppe extrem Schaden bekommen habe, heißt, ihr müsst da relativ starke CDs ziehen. Wir haben jetzt hier den Vorteil gehabt, dass wir retzen konnten. Wenn ihr aber nochmal eine Intermission habt und euch Leute wegsterben, dann könnt ihr die Dinger halt nicht mehr anklicken und dann wird es halt schwierig mit dem Achievement. Deswegen am Anfang Full Damage drauf, dann eine Intermission, das Klicken. Selbst wenn dann einer stirbt, ist nicht so wild, dann hat der Boss nur noch ein paar Prozent. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Achievement Guide. Viel mehr ist es tatsächlich hier nicht. Nur die Sachen, die ihr eh klicken müsst, wenn ihr den Boss normal machen wollt und dann dementsprechend aber halt in der Suppe stehen, während ihr klickt und vorher am besten halt einen CD ziehen, um da nicht zu sterben. Gut, dann sind wir damit tatsächlich auch schon durch mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit weiterhelfen. Das war übrigens auch das letzte Achievement, was man hier in dem Dungeon absolvieren kann. Für alle anderen habe ich auch schon Videos gemacht. Wenn euch das interessiert, könnt ihr die gerne auch noch angucken. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.